Laufliebe Januar Challenge Number 2, Mobility and Stability Training mit mir, 30 Minuten circa. Wir starten auf der Matte. Ich wünsche uns ganz viel Spaß. Komm mal in einen Sitz auf die Matte. Nimm deine Hände auf die Knie, zieh deine Schulter nach hinten unten. Jetzt atme mal ganz tief ein, mach dich lang bis in die Kopfkrone. Mit dem Ausatmen mach den Rücken ganz rund. Einatmen, roll dich nach oben und ausatmen, rund werden. Nochmal einatmen und ausatmen, Rücken rund machen. Mit dem Einatmen wirst du nochmal ganz groß, gerade Rücken und dann halten wir hier. Immer deine Hände nach hinten und dein linkes Bein auf den rechten Oberschenkel. Du kannst auch mit der Hand nachhelfen und dann drücke mal so das Knie leicht nach außen. Spür die Dehnung hier seitlich in deiner Po-Muskulatur. Wir öffnen die Hüfte. Wenn du das Gefühl hast, du bist auf dieser Seite offen, dann wechsel die Seite. Hier Fuß abstellen, vielleicht reicht es dir auch schon, wenn du nur hier hältst und wenn nicht, dann einfach nochmal so locker nach außen drücken, Hüfte öffnen. Und dann komm nochmal in eine Sitzposition, nimm deine Hände hier außen an die Oberschenkel, gerade rücken. Und jetzt den Rücken rund machen und mal Wirbel für Wirbel nach unten abrollen. Stell dir eine Wirbelsäule wie so eine Perlenkette vor und jedes Glied legst du einzeln im Boden ab. Die Schulterblätter bleiben in der Höhe, also bleiben in der Luft. Du atmest ein, nimmst die Arme nach hinten, hältst die Bauchspannung, Bauchnabel nach innen oben ziehen. Mit dem Ausatmen ziehst du die Arme wieder nach vorne und kommst jetzt ganz langsam Wirbel für Wirbel nach oben. Wenn es noch nicht ganz klappt, dann heb dich einfach hier mit den Fingerspitzen. Wenn du oben bist, atme ein. Strecke die Beine, atme aus. Mit dem Einatmen streckst du dich wieder lang, stellst die Beine in den Boden. Mit dem Ausatmen kommst du Wirbel für Wirbel nach hinten, langsam, jeden Wirbel einzeln in den Boden drücken. Atme ein nach hinten, halte die Spannung, Bauchnabel nach innen unten ziehen. Mit dem Ausatmen wieder nach vorne und Wirbel für Wirbel nach oben. Atme ein, atme aus nach vorne. Atme ein nach oben und langsam ausatmen. Versuch da mal so ein bisschen einen Flow reinzubekommen. Deine Atmung bestimmt dein Tempo. Und versuche mit der Bewegung auf der Matte anzukommen. Mal alle Gedanken, die du hier jetzt nicht brauchen kannst, mit dem Atmen rauszulassen. Konzentriere dich ganz allein auf die Bewegung, auf deine Atmung. Komme ganz hier auf der Matte an. Noch einmal die Hände nach hinten nehmen und dann die Arme nach vorne, Handflächen zeigen Richtung Boden. Du hast den Rücken jetzt ganz fest mit dem Boden verklebt und klatscht jetzt mal mit den Handflächen in Richtung Boden. Fünf Schläge. Atmest du aus und fünf Schläge atmest du ein. Ausatmen, einatmen. Nochmal ausatmen, Bauchspannung halten und einatmen. Dann bleibst du hier, Handflächen wieder zum Körper und nochmal Wirbel für Wirbel nach oben aufrollen.
Ganz langsam Bauchspannung spüren, nur mit dem Bauch arbeiten, nicht mit Schwung. Einatmen, ausatmen. Und jetzt kommst du so weit nach vorne, wie du nach vorne kommen kannst. Es kann hier sein, das kann hier sein, das kann bis zu den Fußspitzen sein. Versuchst den Rücken ein bisschen gerader zu machen, also nicht ganz rund, sondern so ein bisschen aufrichten. Jetzt komm mal mit der rechten Hand zur linken Fußaußenseite oder Beinaußenseite und zieh dich mal hier in der Flanke lang. Zwei, drei Atemzüge halten. Wieder nach oben einatmen. Zur anderen Seite ausatmen. Linke Hand kommt an die rechte Fußaußenseite. Wieder nach oben einatmen. Beine anwinkeln. Und Wirbel für Wirbel nach unten ablegen. Wir bleiben wieder mit den Schulterblättern vom Boden weg. Halten die Bauchspannung. Handflächen zum Boden. Dieses Mal nehmen wir mal das rechte Bein nach oben und machen wieder unsere Klatschübung. Handflächen in Richtung Boden klatschen. 5 Atemzüge ausatmen, 5 Atemzüge ein. Halten die Hände, wechseln das Bein. Dein Bein ist bis in die Fußspitzen gestreckt und zeigt so leicht nach außen. Bauchnabel fest nach innen, unten ziehen. Atmen nicht vergessen. 5 Schläge aus. 5 Schläge ein. 5 Schläge aus. 5 Schläge ein. Und ein letztes Mal. Mal kurz ablegen. Nimm die Beine nach oben, die Arme im rechten Winkel zur Seite und jetzt bewege mal die Knie von einer Seite zur anderen. Und schaue dabei, dass du mit den Knien nicht den Boden berührst. Immer kurz vorher halten. Du kannst in dieser Übung bleiben oder die Beine strecken. Hier mal kurz vor dem Boden die Fußspitzen wieder mit Kraft und mit Anspannung der Bauchmuskulatur nach oben bringen. Einmal noch zu jeder Seite. Und bleibst du in der Mitte, streckst die Fußspitze nach oben. Streckst die Hände nach oben, löst den Oberkörper vom Boden und ziehst jetzt mal mit den Fingerspitzen 10-mal in Richtung Fußspitzen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 halten, Oberkörper ablegen, die Beine bleiben gestreckt oben. Wenn du sie noch nicht gestreckt hattest, dann streck sie jetzt. Dann komm mal langsam in Richtung Boden und achte darauf, dass sich dein Rücken nicht vom Boden löst. Nur so weit gehen, dass du das mit dem Bauch halten kannst und sich der Rücken nicht vom Boden löst, dass der schön verklebt bleibt. Und wieder nach oben kommen. Beim nach oben kommen, die Hüfte so ein klein bisschen nach oben schieben. Langsam nach unten, Spannung, 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 nur so weit wie es geht. Und nach oben kommen, kleine Bewegung mit der Hüfte. Wichtig ist, dass du das nicht mit Schwung machst, sondern wirklich unter Anspannung der Bauchmuskulatur. Du kannst das auch gerne mit angewinkelten Beinen machen. Ziel ist es, dass du deinen unteren Bauch spürst. Bitte auf keinen Fall deinen Rücken.
Machen wir noch dreimal. Dann hältst du ca. 45 Grad vom Boden, Bauchspannung halten, Hände nach vorne, nach oben kommen und nochmal unser Klatschen. Oberschenkel pressen zusammen, Fersen pressen zusammen. 5 Atemzüge aus, 5 Atemzüge ein. Noch 3 Atemzüge, durchhalten. 2 noch. Letztes Mal. Jetzt versuchst du mal, ob du mit einem Schwung nach oben kommst. Dann die Beine in den Boden ablegen. Rechtes Bein kommt zur linken Brust und wir drehen uns leicht zur Seite auf. Blick geht nach hinten. Über die Schulter. Atme ein zur Mitte, mach dich lang, wechsel die Seite, komm zur anderen. Blick geht wieder über die linke Schulter nach hinten. Auch du hast schon ein bisschen deinen Bauch gespürt. Spüre jetzt die Dehnung in der Oberschenkelaußenseite. Und nochmal nach vorne fallen lassen. Im Gegensatz zu vorher dürfen wir jetzt mal den Rücken richtig rund machen. Und spüren mal hier die Dehnung. Ziehen uns hier richtig lang im Rücken. Atmen dann nach oben ein. Atmen aus. Jetzt komm mal mit angewinkelten Beinen so leicht schräg auf die rechte Seite. Nimm die Arme nach links. Jetzt wird es schon ein bisschen schwierig von der Stabilität, aber wir finden uns hier, wir halten hier, gehen dann nach unten, strecken die Beine und nach oben. Das ist die Übung. Die gilt es 10-mal auf jeder Seite zu schaffen. Ab jetzt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super, wechseln die Seite, finden wieder unser Gleichgewicht. Hände gehen nach rechts, Knie nach links, wir kommen tief und ziehen uns nach oben. Für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und ablegen. Kurze Pause. Mal auslockern. Beine auch mal gerne in den Boden stellen. Beine auslockern. Nimm das rechte Bein gestreckt in den Boden, das linke angewinkelt. Komm mit der rechten Hand zum linken Knie und lass das Knie nach rechts fallen. Der linke Arm ist im Boden gestreckt und du versuchst die Schulter auf dem Boden zu halten. Dein Blick geht nach links zu den Fingerspitzen. 3 tiefe Atemzüge. Durchschnaufen. Über die Mitte, auf die andere Seite kommen. Linke Hand ans rechte Knie, rechten Arm strecken, versuche die Schulter in den Boden zu drücken, dein Blick geht zu den rechten Fingerspitzen. Tief ein- und ausatmen, lass dich richtig in die Dehnung fallen.
die jetzt mal ganz rund. Zieh deine Knie zur Brust, dein Kopf zu den Knien. Beginn mal so leicht nach vorne und nach hinten zu wippen. Drück die Wirbelsäule richtig rund in den Boden. Jetzt werden wir ein bisschen größer. Und jetzt versuchst du irgendwann auf die Fußsohlen zu kommen. So, in einem Deep Squat. Nach hinten rollen, nach vorne und wenn du schaffst, auf die Fußsohlen in so einen Deep Squat. Und hochkommen und wenn du das schaffst, dann komm mal ganz nach oben, wieder nach unten, rollen, nach oben und aufrichten. Wenn das noch nicht ganz klappt, dann arbeite einfach dran, von der Rollbewegung auf die Fußsohlen zu kommen. Und wenn du das schaffst, dann kannst du gerne einen kleinen Sprung einbauen. Und wenn wir das können, dann machen wir davon jetzt 10 Stück. Das bringt den Puls ein bisschen hoch und schult die Koordination. Auf geht's. Ab jetzt dein Tempo, ich zähle meine 10. 10. 9. 8. 7. 6. Wer eine Challenge möchte, macht einen Pistol Squat. Das ist hart, aber es geht. Ja, Schwung und komme nach oben auf einem Fuß oder ansonsten auf beiden bleiben. Mal einer und die andere Seite. Und nochmal beide. Und ein letztes Mal. Und wir bleiben stehen. Komm in eine stehende Position. Atme ganz tief ein. Atme tief aus, lass dich fallen. Atme ein durch die Nase. Atme aus und dann bleibe mal unten in einem tiefen Squat. Diese Squat-Position sollten wir bestenfalls alle können. Als Kinder konnten wir die alle. Bei den meisten, insbesondere bei uns Läufern, ist hier hinten die Achillessehne ziemlich verkürzt und dann geht das nicht so gut. Du kannst, wenn das bei dir so ist, gerne hier einfach ein Handtuch unterlegen. Dann kommt man da ein bisschen besser in die Position rein. Ansonsten hier dehnen, die Waden rollen, die Füße rollen. Einfach mal mit den Ellenbogen nach außen schieben, dich in dieser Position ein bisschen einfinden. Dann kommen wir mit der linken Hand zum Boden. Mit der rechten gehen wir mal weit in einem Kreis nach hinten. Blick geht über die Schulter. Mit dem nächsten Einatmen kommen wieder nach vorne und machen das Ganze auf der linken Seite. Großer Kreis, Blick nach hinten. Wieder einatmen. Wir erweitern die Übung, indem wir einmal den Popo nach oben nehmen, die Beine strecken, so gut es geht. Wieder nach unten kommen. Einmal der große Kreis nach hinten. Nach vorne, Po hoch, Po tief, linke Seite, nach vorne, einmal hoch, einmal tief, nochmal. Und ein letztes Mal links. Und dann bleiben wir mit den Händen auf dem Boden, steigen mit dem rechten Fuß nach hinten, mit dem linken Fuß nach hinten, halten in der High Plank. Schiebe deinen Bizeps nach vorne, komme mit deinem Gewicht nach vorne, Füße zusammen, Pobacken zusammen, halten. Bauch ist fest eingezogen, jetzt nimm mal dein rechtes Knie zum rechten Ellenbogen, komm nach unten zum Handgelenk, komm zum linken Handgelenk, komm zum linken Ellenbogen und wieder zum rechten Ellenbogen. Dieses Quadrat machen wir dreimal. Zwei noch. Eins noch. Halten. Komm dann mit dem Knie bzw.
mit dem Unterschenkel auf den Boden und setzen uns mal hier ab. Wir sind in der Dehnung, halten auch hier ein paar Sekunden, bis wir uns eingefunden haben. Achte drauf, dass deine Hüfte gerade ist, also nicht zur Seite kippen, zur rechten, sondern die Hüfte gerade ausrichten. Entweder du bleibst hier oder wenn du gut gedehnt bist, leg dich einfach mal vorne ab und genieße die Dehnung für ein paar Atemzüge. Wenn du unten warst, dann arbeite ich wieder langsam nach oben. Fußspitze hinten in den Boden nach oben und halten. Bein nach unten ausrichten. Und jetzt kommen wir in die Mountain Climber. Nehmen wir einfach abwechselnd die Knie nach vorne ziehen. Jetzt machen wir ein bisschen schneller. Und das Ganze mit einem Lächeln auf 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1 und das linke Knie bleibt vorne, kommt vom Ellenbogen zum Handgelenk, zum rechten Handgelenk, rechter Ellenbogen wieder zurück, das Quadrat dreimal. 2, 1, halten, dann ablegen. Auf den Boden, dich hier einrichten, Hüfte gerade schieben, entweder hier bleiben oder nach unten ablegen. Tief ein- und ausatmen, lass dich in die Dehnung fallen. Und unten war es, komm wieder langsam nach oben, hinten auf die Fußspitze, schieb dich hoch, Knie nach unten ausrichten und die Mountain Climber auf 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bleib hinten in der Plank, komm von der High Plank in die Plank auf dem Ellenbogen, halte hier, Pobacken zusammen, Fersen zusammen pressen und jetzt rutsch mal mit den Füßen so ein kleines Stückchen nach rechts und halt. Komm noch ein bisschen weiter nach rechts, halten, Bauch fest, noch ein bisschen, halten. Und noch ein kleines Stückchen. Halten. Wir arbeiten uns wieder zurück. Wieder zurück zur Mitte, nach links. Noch ein Stückchen. Wie die Zeiger einer Uhr. Der Rest des Körpers bleibt stabil. Noch ein Stückchen zurück. Und wir sind wieder in der Ausgangsposition und schieben nur die Hüfte von rechts nach links. Das kennst du vom Workout. Nummer 1, sollte also jetzt hoffentlich schon ein bisschen leichter gehen nach einer Woche Training. Wir schaffen 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super, jetzt das Ganze nach links, Füße kommen nach links, noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen halten. Bauchnabel fest einziehen. Und wieder zurückkommen. Wieder zurück nach rechts. Nochmal zurück. Und dann sind wir wieder in der Mitte. Und noch einmal die Hüfte von rechts nach links. Für 10, 9, 8.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. In der Mitte halten und Knie ablegen. Arme nach vorne schieben. Tief ein- und ausatmen. Wenn du möchtest, kommst du auf die Fingerspitzen. Schiebst dich richtig tief nach unten. Leg dann wieder deine Handflächen auf. Schieb dich nach vorne mit der Hüfte in Richtung Boden und komm mal mit dem linken Fuß auf den rechten Unterschenkel. Dein Blick geht über die linke Schulter nach hinten. Schieb dich wieder nach hinten. Hol in Richtung Fersen, Arme lang. Andere Seite. Rechter Fuß auf den linken Unterschenkel. Blick geht über die Schulter zurück. Und zurückkommen. Hol in Richtung Ferse. Linker Fuß. Zurück. Rechter Fuß. Zurück. Linke Seite. Rechte Seite. Und einmal zurück. Nach vorne kommen, beide Füße bleiben im Boden und einfach mal hier kurz durchhängen lassen. Po fest, Bauch fest. Nochmal ganz rund machen, nach hinten kommen. Fußspitzen aufsetzen. Dann langsam zu den Knien kommen. In eine sitzende Position. Und zwar möchte ich, dass du jetzt auf die Fersen absitzt und die Füße im Boden hast. Das wird nach einer Weile hier zu spüren sein. Das ist gerade für uns Läufer ultra wichtig und manchmal auch ein bisschen schmerzhaft, aber versuche mal hier, so gut du kannst, das Gewicht auf die Fersen zu legen und die Dehnung hier auszuhalten. Dass wir ein bisschen abgelenkt sind, nehmen wir mal die Arme überkreuzt nach vorne, Handflächen aufeinander und schieben jetzt die Hände, die Arme nach oben und unten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wechsel. Arme über Kreuz, Handflächen aufeinander. Und 10 mal hoch und tief. 8, 7, 6, 5. Wenn du es jetzt schon spürst, vielleicht auch mal kurz lösen und wieder versuchen, in die Dehnung zu kommen. Ein bisschen müssen wir noch aushalten. 2, 1. Und dann nehmen wir die Hände nach hinten, falten die Hände und ziehen mal die Arme nach hinten oben. Bauch bleibt fest, nicht zu sehr ins Hochkreuz kippen. Hier stabil bleiben. Jetzt versuche mal die Arme zu kreisen und deinen Rücken nicht zu berühren. Inzwischen ein bisschen gespürt. Ziehen wir die Arme nochmal nach hinten um. Dann lösen wir, kommen aus der Dehnung, rechtes Bein nach vorne, kommen nach oben. Wir sind in einer Lunge-Position. Wir haben wie beim letzten Mal noch eine kleine Challenge zum Schluss. Und zwar machen wir die Jumping Lunges. Wir versuchen 2x10. Hier aus der Mitte heraus, Sprung und wieder mit den Knien Richtung Boden. Jede Seite zählt einmal. Wir starten in 3, 2, 1 und 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, erste Runde geschafft, zweite Runde. Wenn das gar nicht bei dir geht, dann mach einfach ohne Sprung die
Wechsel Lunges. Wir starten in 3, 2, 1 und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vielleicht müsst ihr schon ein bisschen das Brennen. 8, 9 und 10. Wir bleiben hier. Rechtes Bein ist vorn. Linke Ferse schiebt zum Po. Jetzt schiebt man hier richtig schön deine Hüfte nach vorne. Spür die Oberschenkelvorderseite. Spür den Hüftbeuger. Und spür vor allem, wie langsam das Lächeln zurückkommt ins Gesicht, wenn es zwischendrin mal verschwunden war. Wir haben die Stunde fast geschafft. Oder die halbe Stunde in dem Fall. Löse auf dieser Seite, wechsle die Seite, hinten Ferse anheben. Wenn das am Knie wehtut, einfach wieder was unterlegen, Hüfte nach vorne schieben. Ultra wichtige Übung im Übrigen für uns Läufer, weil wir meistens hier vorne viel zu verkürzt sind. Du kannst es auch machen, indem du hinten einfach den Fußrücken auf einer Couch ablegst. Dann hast du ein bisschen mehr Stabilität und dich nach vorne schiebst. Spiel hier einfach mal mit der Position. Nicht zu sehr ins Hohlkreuz fallen, sondern die Hüfte aktiv nach vorne schieben. Dann hast du hier vorne schön den Zug. Und dann löst du langsam. Kommst nach oben zur Mitte und atmest mit mir nochmal gemeinsam ein. Und ganz tief ausatmen. Und einatmen und ausatmen. Ein letztes Mal ein, die Beine schließen. Handflächen kommen zusammen, atme aus. Und beende die Stunde mit einem Lächeln. Super mitgemacht. Bis nächste Woche.